Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher Wild Hunt Hearts of Stone. Wir sind gerade auf einer Hochzeit und wir müssen bis 0 Uhr haben wir Zeit. Geralt ist nicht gleich Geralt, sondern der liebe Herr von Everick. Und wir müssen uns jetzt amüsieren auf der Feier. Er ist hier, das ist sicher. Ich habe ihn gesehen. Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Luder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan, das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Bevor ich meine Hexer-Investigationen unternehmen kann, bedarf ich aller Informationen. So teilt mir alles mit, was ihr wisst. Also, der Feuerschlucker ist mittags hier eingetroffen, hat sich satt gegessen, an Speisen, nicht an Feuer, und ging dann spazieren, um Gase abzulassen, wie er sagte. Da hat dieses Hundemonster ihn gesehen und ist aus der Haut gefahren. Weswegen? Keine Ahnung. Er mochte den Mann nicht oder misstraute ihm. Vielleicht, weil er Feuer schluckt. Tiere fürchten Feuer. In Furcht wäre er geflohen und hätte nicht angegriffen. Er weiß das schon bei einem dummen Hund. Er hat die Kette gesprengt und den Feuerschlucker in den Wald gejagt. Dumm oder nicht, er ist der geliebte Hund unseres Schwiegersohns. Wehe, wenn der abhanden kommt. Ach komm, wir werden ihn finden. Bange nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methoden. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind. Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali! Das Abenteuer ruft. So viel Geld einfach zum Fenster rausgeworfen. Hoffentlich findet der Mutant den Feuerschlucker. Und hoffentlich findet er Satan. So. Da ist die Fährte. Ein Knochen. So sauber abgenagt, wie ich es nur zweimal erlebt habe. Einer lag in einem Ameisenhaufen, der andere gehörte zu einem Hähnchen und ich hatte eine Woche nichts gegessen. Sein Napf ist kaputt. Hat er den gleich mitfressen wollen? Dummer Köter. Der Hund hat die Kette von der Wand gerissen. War wohl ausgehungert. Oder der Aschennasser hat ihn wirklich wild gemacht. Ja, kann alles sein. So. Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit... Das sind wirklich Hundespuren. Aber so klein. Nach der Hütte zu schließen, ist Satan der reinste Ochse. Aber Bettler können nicht wählerisch sein. Ich folge dieser Spur. Wo ist sie denn? Geht sie denn weiter? Hier?
Ach, wir werden in Hand umdrehen. Die finden. Ein Ast ist abgebrochen. Ob da jemand zu schwer für ihn war? Offenbar schluckt unser Feuerschlucker nicht nur Feuer. Vielleicht hat auch nur jemand Feuerholz geholt. Ah, was ist diese Jagd für ein Spaß? Das ist die Narrenkappe eines Funkenspuckers, wenn ich je eine gesehen habe. Er muss sie auf der Flucht vor Satan verloren haben. Zwei Schlüsse. Unser Magier ist fett und ein Feigling. Ich denke, da oben irgendwo. Da ist er. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Weltens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Oh, Wutti! Sieht so aus. Hey da, komm runter. Oh nein, kommt nicht in Frage. Ich liebe mein Leben. Genau, uns ist Reda neben. Und was jetzt? Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter, die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Oh, du führst mich nicht hinters Licht. Ich kenne Typen wie dich. Also, das ist der Plan. Wir folgen diesem Weg, bis wir bei der Hochzeit ankommen. Bis dahin solltest du ausgenüchtert sein. Aber... Ruhe! Weißt du, wer ich bin? Wenn ein Adliger spricht, hörst du zu. Du weichst mir nicht von der Seite. Wir kehren zur Hochzeit zurück und dort gibst du eine Vorstellung, bei der die Gäste sich vor Freude einnässen. Kapiert? Ja. Gut. Auf geht's. Das ist meine Ansage. Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? So ähnlich wie dein Schniedel. Ach, ich doch das Falsche dran.
So. Nehmen wir mal auf. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Sehr gut. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Oh, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Ist er wieder nüchtern? Nein, natürlich nicht. Gott sei Dank. Das ist ja super. Da ist mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Feuerspucker gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte so, ich weiterleben, da noch? Wäre ich ein Hexer. Todsicher. Hochzeitsgast. Junge. Sei gegrüßt, Geralt. Sei gegrüßt, Geralt. Sei gegrüßt. Ja? Ja, war doch nie zu den Augen. Auf euch, ihr Herren Zwerg. Mögen eure Bärte sprießen, ohne dass ihr je drauf tretet. Der will ja so für Sofe. Tanzen. Charlie, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Leopard. Lass dich nicht aufhalten. Yay! Das ist echt witzig. Der absolute Hammer. So. Was noch? Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Schaff diesen Krüppel weg! Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett! Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran!
Ha. Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst du meine Hier rein muss ich gehen, oder? Agil wie eine Katze und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trottel zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Wie mach ich das? Das kannst du jetzt nicht Komm, tun. Komm, kleines Schweinchen. Ach, da. Der Pferd wartet schon auf dich. Muss ich die jetzt einfach so... Nein! Schweine, seid brav, sonst brenne ich euch mit einem Zeichen ein Loch in den Pelz. So. Hast du gesehen, Charlie? Ein Schwein eingepfercht. Okay, eins haben wir. Jetzt noch eins. So, los. Nein, nicht da lang. Hey, du rennst nicht um. Was für Schweinerei. Ja. So. Seht her, ihr Bauerntrottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie. Meister Hexer. Wir haben lange nicht mehr so einen guten Schweinetreiber gesehen. Deine Familie hatte einen großen Pferch, oder? Komm, gib's zu. Meine Familie besaß viele Pferche. Was nicht bedeutet, dass ich Erfahrung als Schweinetreiber hätte. Wie auch immer, die Krone geht an einen guten Mann. Und die Auserwählte des Königs erhält ein passendes Geschenk. Hier! Versteck es aber nicht in irgendeiner Tasche. Binde es an einem Pferd fest, damit alle es sehen können. Was sagst du nun, Shani? Hast du jemals jemand Geschickteren gesehen? Auf jeden Fall kannst du gut Schweine durch den Schlamm treiben. War lustig, dir zuzusehen. Wie gefällt der Blume meines Herzens der, Preis, den ich ihr gewonnen habe. Das ausgestopfte Schweinchen? Es gefällt mir, wirklich. Ich wollte schon immer eins haben. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich um? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralds Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch... Je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Oho. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Wladimir von Everreck. Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nein, wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit. Sabotiere mich nicht, Charlie. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Du bist ein wahres Wunder, Liebes. Hat es wehgetan? Oh, als du hingefahren bist. Nein, das nicht. Mein Augenstern. Du bist mehr als ein Mädchen. Du bist ein Wunder der Natur. Endlich hat uns das Schicksal zusammengeführt. Aber ich... Nun, ich weiß nicht, ob... Du brauchst nichts zu wissen. Ich weiß genug für uns beide. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren.
Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Neski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Ihr werdet gar nichts tun, ihr Bauerntöpfe. Verzeiht, ich wusste es nicht besser. Wir wollen natürlich keinen Ärger. Bleibt ruhig, Burschen. Es ist nichts passiert. Ich habe nur eine unschuldige Unterhaltung mit einer unschuldigen Maid geführt. Wir haben alle gehört, wie unschuldig dein Gerede war. Du wolltest zur Scheune mit ihr. Was hattest du dort vor? Etwa weiterreden? Natürlich hätten wir geredet. Aber erst nach dem Tanz. Nennt mir nur einen Dummkopf, der nicht mit einer Schönheit wie ihr tanzen würde. Such dir eine andere Schönheit. Sonst tanze ich mit dir den Tanz der Zaunlatte. Geralt, du hast es ja mitbekommen. Ich habe eine friedliche Lösung gesucht, aber sie wollen kämpfen. Mir auch recht, daran habe ich auch Spaß. Schnapp dir eine Zaunlatte von da drüben. Hast du vor Angst deine Eier verschluckt? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Niemand schimpft Wladimir von Everek einen Feigling. Beruhigt euch, Jungs. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dein Pech. Wir ziehen dir jetzt nämlich deine Mutantenhaut ab. Jetzt reicht's. Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Leg. Oh, weh. Zaunlatten. Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen. Naja, die kriege ich auf jeden Fall. So, den einen habe ich schon mal gleich. Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste abreiten? Echt? Der verdammte Idiot hat mir die Kraft Prügel meines Lebens verpasst. Und das vor den Augen einer Maid. Oh. So. Habt ihr genug Bauernbrot? Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von Everman, ich meine, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen! Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher! Hey, du hast doch mal Besitz ergriffen von mir. Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gäste vermöbeln nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Ich bin aus der Übung. Alles ist nach Plan gelaufen. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Was ich in petto habe, meine Liebe, das kann ich dir gerne zeigen. Vielleicht hinter der Scheune. Ich glaube, du hast genug gezeigt. Lass uns einfach den Abend genießen, in Ordnung? Du hast nicht mehr viel Zeit. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich kann einer liebreizenden Maid wie dir nichts abschlagen. Lass uns gehen. Ja, ja. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. So soll's sein.
Besonderes für unsere besonderen Gäste. Ah. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Was macht der denn da? Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine romantische Art. Immer gut, wenn ein Mann tanzen kann. Du bist wirklich nicht übel. Mein Tanz nur ein Vorgeschmack. Du bist selbst eine erstklassige Tänzerin. Ich bin der König der Tänzer. Mit einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie eine Frau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinem Reiz messen wird. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich glaube nicht. Ja. Was machst du da? Hast du den Verstand verloren? Das habe ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist. Du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir. Verstanden? Zürne mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ach, ich zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht einfach so. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frag mich. Shani, darf ich dich küssen? Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich überlebt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ich tanze nicht gern. Ich würde mich dir nicht aufdrängen. Ich täte gern, was er gerade getan hat. Ich weiß nicht, was passiert. Vermutlich hätten wir gar nicht getanzt. Ach so? Hey, halt den Mund! Du ruinierst ja alles. Bis Mitternacht wasche ich meine Hände jedenfalls im Unschuld. Verstehe. Hast du den Mann gesehen, der uns euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das?
Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Bah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Shani, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. Das war jetzt mal eine lange, lange Folge. Komm, lass uns wild sein. Ja, wir werden in der nächsten Folge wild sein. Bis dann, ciao. Oh, my God.